Und ja, es ist Las Vegas. Den Namen kann man sich merken. Las Vegas Library. So, Thresher hat 2 Skillpunkte. Er kann... Pugilism ist wirklich Faustkampf. Also so Boxenzeug, oder? Ja, nee, du machst erstmal nix. Angela kann nicht. Harris hat nur einen Punkt. Du hast noch keinen Punkt in Rifle, du hast einen Punkt in Submachine Guns. Nein. Snake, unser Brains. Achso, die haben auch andere Voraussetzungen, wie viel EQ die brauchen. Das heißt, Snake, unser höchster Brainy, sollte auch irgendwas hier ganz unten lernen, weil kein anderer das kann. Wie zum Beispiel Toaster reparieren. warum sollte ich Toaster reparieren? Electronics klingt praktischer, aber ich habe einen Toaster, ich könnte den Toaster. 8 Punkte. Wie viele Level gibt es denn hier, wenn man so viele Punkte ausgeben kann? Ich mache so einen Toaster. Gib dem Mann einen Toaster. Hast du einen Toaster? Broken Toaster, 4. Okay. Use. Snake. Skill. Toaster Repair. Wie geht das jetzt? Muss ich den Toaster auf den Boden schmeißen? Dann ist er weg. Broken Toaster. Achso, ist es vielleicht ein Skill? Nein. Also ein Skill, dass man damit kämpfen kann. Use. Snake. Skill. Toaster Repair. Nein, okay. Du wirf mal irgendwas auf den Boden. 9er Clip. So, Escape, Escape. Und der ist einfach nur weg. Ja, schön, dass wir hier waren. Ich denke, ich tapp mal kurz raus. Und schau im Handbuch nach, was denn jetzt Pugilism genau macht. Steam, Wasteland, Extras. So. Skills, bei ihm ist er 17. Hand-to-Hand Combat. Maximal Reichweite von 14. Mhm. Recent Death. Was zur Hölle? Auch bei den Skills. Es geht nur bis Skill IQ 17. Alles, was danach kommt, wird nicht im Handbuch aufgelistet, was es macht. Pugilism, one of the oldest forms of fighting. It teaches you how to dish out punches as well as avoid them. Handy for those close-up battles where the fist starts flying. Sagt nichts darüber aus, was für eine Waffengattung das ist. Es ist halt, when fist starts flying, ja. Aber nur, wenn mein Gegenüber mit Fäusten kämpft, heißt es ja nicht, dass ich eine Brechstange nicht nehmen könnte und ihm, ne, meine reinzwiebeln. Was ist der Unterschied zu Brawling? Any fighter who can wander through a full-fledged bar fight without getting much more than a scratch is either very lucky or highly skilled in brawling. The higher your skill in brawling, the more attacks you get per round in hand-to-hand combat. Okay, also ich denke... Was soll mein Handy? Ich denke, brawling sorgt einfach nur dafür, wie viele Runden man angreifen kann. Das heißt, alle sollten eigentlich brawling haben.
damit sie halt im Nahkampf mehr angreifen können. Und Pugilism. Ja, macht auch irgendwas im Nahkampf. Das ist sehr doof alles gelöst. Aber gut, wir sollten hier nicht... Naja, doch, dann kann Thrasher kurz. Thrasher. Pugilism. Gut. Gucken wir mal, ob er jetzt noch mehr Schaden macht. So oder so. Raus hier. Weg hier. Die umboxen. Und... jetzt zum Bürgermeister. Wobei, das war nicht der Bürgermeister. Es gab hier irgendwo noch ein Kurthaus. Oh, war das Kurthaus? Habe ich es aufgeschrieben? Ich habe den Medic. Kurthaus ist im Osten, Nordosten, so. Osten, Nordosten, ja. Weg mit euch. Doktor. Doktor ist schon im Nordwesten, nicht im Nordosten. Biker Scum. Ja, komm. Ja, hier. Kurthaus. Sehr gut. There are glass walls near the entry and a glass enclosed atrium to the west. Und von der Herberge kommen wir auch hier hin. Das ist quasi eine Abkürzung. No one within range. Party. Gunman runs away. Party. Gunman runs away. Wir brauchen Speere mit einer größeren Reichweite. Oder Waffen, ja, ich weiß. Aber ich bin immer noch nicht überzeugt von den Gewehren, weil wenn sie selbst auf 40 Fuß nicht ordentlich treffen und auch kaum Schaden machen verglichen mit Messern ja. Und nur noch Geld kosten. Sehr wichtiger Faktor, weil wir haben bisher noch keine Quelle für regelmäßiges Einkommen. Weil die ganzen Zufallsereignisse sind... Also wir hatten schon mal Zufallsereignisse hier in der Stadt, wo es ein ganz kleines bisschen was gab. Aber sonst... Sonst mussten wir immer irgendwelche neuen Gebiete betreten. Und neue Gebiete sind begrenzt. Okay. Hier ging es runter. Da kam man her, wenn man aus der Herberge kommt. Oh. Sowohl hell. Das was kaputt? Broken irgendwas? Ah, der hat den Toaster noch. Stopp. Stopp, 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 stopp. Wir brauchen eine andere Waffe für dich, bitte. Knife. Ich dachte, das wäre gebroken, also kaputt gegangen. Ja, und auch bei Angela würde ich ungern. Geh mal zurück. Darauf spekulieren, dass der Club vielleicht eventuell besser ist. Stattdessen nehme ich hier wieder Knife. So. Und wir sind alle viel zu angeschlagen. Gehe ich gerade nach oben oder unten? Descends, okay. Hier muss ich runter, um zurück zur Herberge zu kommen. Yes.
Und auch wenn es hier lange dauert, da müssen wir kurz durch. Ich habe keine Lust, jetzt komplett wieder zurück zum Startdorf zu laufen. Ja, die beiden. Aber wenn sie erstmal jetzt fit sind, sollte es auch relativ flott wieder nach oben gehen, weil alle fixen Wachen, die da in dem Kurthaus waren, haben bis zur dritten oder vierten Etage schon aus dem Weg geräumt. Also klar, können noch Zufallseitnisse kommen. Also von Wachen, die jetzt zurückgestürmt kommen, weil da, ne, zu viel Ärger gemacht wurde. Aber sonst sollte es relativ flott gehen. Dann müssen wir noch den Anführer umbringen. Den Stinger. Und fertig, ja. Also den Stinger umbringen und den Bürgermeister retten, kriegen wir hoffentlich ganz viel Geld für und können uns tolle Sachen kaufen und sind allgemein super toll. Da. So, einmal hoch. Zweimal hoch. Da geht's runter. Ach, hier war der komische Gefangene. Use Skill. Confidence. Use Skill. Perception. Use Attribut Charisma. Was passiert? Warte mal. Du Skill Bürokratie? Bei Bürgermeister und so, vielleicht haben sie da was zum Schnacken. Aber anscheinend nicht. Warte mal kurz, ich muss was angucken. So, hier geht's zum zweiten Stock. Und hier geht's auch zum zweiten Stock. Deshalb sind wir jetzt auf der obersten Etage. Und da ein Raum weiter rechts wartet jemand auf uns. Das könnte dann der Gesuchte sein. Hm? You easily open the door and see a sleeping guard leaning against a wall. He was pretending to sleep. He starts yelling for help. Bam. Okay. Huey Louie. Ja, dann töte mal Huey. Run. Party. Go. Who wants to loot? Ernsthaft? Jewelry. You lift up Louis's lifeless wrist to look at his gold ID bracelet. Twisting it over to view the underbelly, you see 27 etched on the dull surface. Schön, dass sie den verhaspelten Audiodatei drin behalten haben. 27 by Louis. Huey. Auch tot. Ah, der ist in der hintersten Ecke. Run Party da. Jo. Run Party da. Jo. Und drauf, 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 go. Schön.
You flip the lifeless Holly onto his back with the toe of your boot. After you rummage through his pockets, you start removing his jewelry, having a particularly hard time working the ID bracelet over a swollen hand. You finally separate it from the dearly departed with a hand jerk that pops the bracelet off. Flipping over the bracelet, you read the only etching of 11. Also Louis 27, Huey 11. Das wird für irgendein Tresor wichtig sein oder so. Und Dewey, you killed my brother. Oh, wir kommen ran, sehr schön. Oh, bulletproof shirt, das bekommt mal Angela, die ist mal recht squishy. You unceremoniously rip the bracelet from Dewey's limp wrist, rubbing it against your chest several times to remove the blood. You see 16 engraved on it. Okay, 27, 11, 16. A dead man, the victim of torture, is tied to a chair. Es war dann wohl der Bürgermeister, hm? Perception. Nothing special. Probier's mal ein Brecheisen. Thresher, Item. Und du bist jetzt der Einzige, der kein Dingens hat. Ja, super. Skill. Picklock. So, dann halt so. Vier Gunmen und Beute habe ich gesehen auf dem Tisch. Waren wir gerade beim Verteilen. Oi. Snake is unconscious. Angela sollte gleich mal die Weste auch anziehen. Genau, deswegen ist sie jetzt so mächtig geworden, weil die Weste fehlte. Cash. Cash. Sie ist wieder wach. Schön. Dann Bulletproof Shirt. Okay. Ich bin mir nicht sicher, was wir hier noch tun sollen. Die Barriere hält uns nicht auf. Niemand hält uns hier auf. Das heißt, wir hauen jetzt einfach ab, rasten und sehen unsere Arbeit hier in Quarz erstmal als erledigt an. Und gehen weiter nach Norden, ne? Achso, vielleicht noch die ganzen Dinger hier aufbrechen. Die ganzen Türen. Und gucken, was da noch so Interessantes drin ist. Fit? Bei weitem nicht. Okay. Aus. Wasteland Warriors? Also die waren nicht stark. Naja, aber sind ein bisschen geheilt. Oh, die sind okay. 108. Will ich jetzt wirklich? Ne, will ich nicht. Also jetzt wirklich noch die anderen Leute da in der Kneipe durchtappern. You are not old enough to die here. Die Kirche bleibt noch als Ziel. Allgemein grinden bleibt noch als Ziel.
würde sich hier mal weiter umgucken. Aber es ist grün. The ground seems to... Wow. Your life has ended in the wasteland. Keine Warnung oder so, ne? Es war grün, der Boden. Ich dachte, es wären Pflanzen und nicht radioaktive Todesstrahlung. Geil. Okay.